Luftschlauch an das Kopfteil anbringen. Dazu nehmen Sie den Schlauch am besten so in die Hand, dass Sie den Luftaustritt nach oben oder von oben sehen können. Und dann klipsen Sie den hier in die beiden Taschen. So ist die Befestigung bereits passiert. Und Sie können dann den Luftstrom lenken. Und zwar, wenn Sie von oben die 1 sehen, haben Sie die Ausströmung an der oberen Seite des Kopfteils. Drehen Sie eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn auf die 2, strömt die Luft oben und unten aus. Bei der 3 strömt sie nur nach unten.